Ich kenne tatsächlich Adrian. Woher? Auch er ist der Mann, der mich betrogen hat. Wir müssen ganz kurz da lang. Warum? Komm einfach. Achso, ich bin gleich wieder da. Oder auch nicht. Nee, ihr habt doch noch länger Zeit. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Temptation Island VIP Reaction. Immer noch ein bisschen erkältet, aber wird langsam zum Glück wieder besser. Und ich bin natürlich sehr gespannt auf die Staffel. Ich hoffe, dass sie auch so ein bisschen frischen Wind reinbringen, vielleicht auch mal ein paar Dinge geändert haben. Also das wäre wirklich gut. Ansonsten gerne noch ein Like und ein Abo dalassen. Und die ganze Folge gibt es natürlich bei RTL Plus, ist unten verlinkt. Und damit, let's go. Okay, da haben wir schon mal Jessie und Jermaine. Hallo? Sind wir die Ersten? Ist hier jemand? Wir sind Jessie und Jermaine. Und zusammen sind wir Jasmine. Habe ich ihn gerade gesagt? Ich komme aus Bottrop, aus dem schönen NRW, bin jetzt aber ganz frisch nach Berlin gezogen. Bin ich jetzt hier gerade so sehr ehrlich? Nein. Schwör. Da ist nichts. Ich bin Jermaine Wolf, 26 Jahre alt, komme aus Berlin. Man kennt mich von Ex on the Beach, Are You the One, Germany Shore und noch ein paar anderen Dingern. Krass, das wusste ich ja gar nicht, dass er bei Germany Shore auch dabei war. Ich habe noch nie mit einer Frau richtig zusammen gewohnt. Das ist für mich auch eine krasse Umstellung. Jetzt mal for real habe ich jetzt hier einen Kratzer. Nein. Boah, das wirkt einfach jetzt schon so voll gespielt, oder? Also als würden die so extra ein bisschen übertreiben und Show und habe ich hier einen Kratzer und oh nein, alles so schlimm. Unfassbar. Wir haben uns im Februar kennengelernt, letzten Jahre. Bei Ex on the Beach. Ja, okay, dann wissen wir ja sogar, wann das gedreht wurde. Ich weiß nicht, ob man das eh schon wusste. Ja. Bist du die erste Frau, die den Wolf zähmt? Leute reden immer, Fuckboy hier, Fuckboy da oder irgendwas. Ich habe nie irgendeine Frau verarscht. So. Geht ja nicht darum, du hattest natürlich viele Frauen. Das würden Fuckboys wahrscheinlich immer sagen. Und Fuckboy ist ja nicht nur nein, verarschen. Fuckboy ist verarschen. Fuckboy ist von so einer Frau zur nächsten und das hast nein du gemacht, leider. Nein. Das ist bisher einfach nie die richtige Frau an meiner Seite, wo ich sage, okay, jetzt bin ich der perfekte Mann so. Möchte ich einfach wissen, dass du von 1000 Weibern nur noch mit einer Frau sein kann. Also ich kann mich jetzt nicht mehr 100% an Ex on the Beach erinnern, aber ich glaube, da hatte er doch auch nichts mit anderen Frauen, oder? Weil wenn er jetzt da so voll krass unterwegs gewesen wäre, von einer zur nächsten, dann könnte man sich ja denken, das kann der vielleicht auch gar nicht anders, aber ich, also ich sag mal so, Temptations hatte er dort ja auch oder andere Optionen oder wie soll man das sagen? Und ist aber, glaube ich, auch nicht drauf eingegangen. Deswegen würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass er das macht, aber den Vorspann gab es halt auch noch. Ich möchte einfach stärker hier rausgehen und sagen, ey, diese Frau werde ich heiraten. Ja, das ist so die Hoffnung, die wir alle haben, ne? Dass man da gestärkt von rausgeht. Und ganz viele verknüpfen das auch immer mit heiraten. Also wenn die das bestehen, dann würden die Person heiraten. Kommt irgendwann mal auf jeden Fall auch der Antrag. Aber wenn die jetzt zum Beispiel gar nicht dabei wären oder wenn die nicht angenommen hätten, was wäre denn dann? Da frage ich mich auch immer. Ja, die Villa hat schon einiges zu bieten. Also ich finde die Villa jetzt auf jeden Fall schon auf den ersten Blick, wir kennen die natürlich noch nicht von innen, aber so von außen finde ich die schon deutlich geiler als die letzte. Also die fand ich irgendwie gar nicht gut. Und sie wartet nur darauf, mit Leben und Liebe gefüllt zu werden. Ja, sieht von innen auch krass aus. Alex Petrovic haben wir auch dabei, sehr gut. Hi. Dann die Nächsten. Hallo. Hi. Acker, ja. Ja, ihn kennen wir ja schon von Too Hot to Handle. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob der in den Folgen, auf die ich damals reagiert hatte, auch schon drin war oder ob der dann später reinkam. Woher kennt man euch? Ich war jetzt nicht im Reality-Format. Ach, du warst noch nie im Format. Das ist auch geil, oder? Also ist ja klar, ihn kennt man, sie noch nicht, aber wenn du in so einer Temptation-VIP-Staffel bist und dann kommt so, also dann sagst du so, ja und, woher kennt man dich? Ja, also ich war jetzt noch nicht in Reality-Formaten oder so. Alles klar! Ich hab die auch erstmal gar nicht erkannt, aber dann irgendwann hat's Klick gemacht. Akka war bei Torto. Naja, die Produktion, gut, der hat jetzt nichts im Ohr, aber ich wollte schon sagen, die Produktion hat's so durchgegeben. Ah ja, sag doch mal, hat Klick gemacht, ne? Tu mal so, als würdest du ihn kennen. Lisa Marie und Acker. Ich bin Lisa, ich bin auch 23 Jahre alt. Ja, es gab die ein oder andere Schlagzeile, wo ich mit dem Mats Hummels, mit dem Fußballer, in Verbindung gebracht worden bin. Und
Jetzt meldet sich erstmals seine angeblich neue. Ich habe gerade auch überlegt, aber wir hatten nicht bei Temptation, sondern bei iTunes Lisa Marie dabei, also bei der Kids-Staffel damals. Lisa Marie betonte auf Instagram ihre Vorliebe für Privatsphäre und sagte, dass sie die aktuelle Aufmerksamkeit für sie ungewohnt sei. Aha, alles klar. Warum ist sie nicht mit Mats Hummels hier? Da mit dem Rapper Drake. Was? Okay, das ist ja krass. Also Mats Hummels, Drake und jetzt Akka. Was läuft da zwischen ihr und Rapper Drake? Neue Dating-Gerüchte um Lisa Marie Straube kursieren, nachdem sie bei Instagram in Drakes Küche zu sehen war. Ihr Management hat auf Anfrage von RTL Stellung dazu genommen. Also die hatte schon ein Management, obwohl man... Das ist die Influencerin oder... Also ich check das gerade irgendwie nicht. Das wirkt jetzt, finde ich, eher so ein bisschen inszeniert, weil man sie irgendwie gar nicht kennt oder jetzt... Also ich habe noch nie von ihr gehört. Dann kommt so Mats Hummels, Drake. Fragt man sich irgendwie so, hä, ist das echt oder... Wie kam das zustande? Natürlich ist das nicht schön für Akka, wenn dieses Thema immer wieder aufkommt. Das ist in der Vergangenheit. Wir führen jetzt unsere Beziehung und das hat ja nichts damit zu tun. Na, also Drake werden die beiden wahrscheinlich eher nicht zusammen hören. Wir möchten den Leuten da draußen zeigen, dass wir als Paar fabelhaft funktionieren und wir ready sind. Ja geil, darauf habe ich gewartet, das zu sehen. Perfekt. Wir sind zusammen seit ungefähr einem Jahr. Kennengelernt haben wir uns auf Lisas Geburtstagsfeier in Dortmund. Ja, da ging es relativ schnell zur Sache und seitdem sind wir ein Paar. Tja. Sehr romantisch, da muss er selbst schon schmunzeln. Ich hätte jetzt an was Spektakuläreres gedacht, also Lisas Geburtstagsparty bei Justin Bieber oder so vielleicht zu Hause. Übrigens, die beiden bekommen auch ein Kind, deswegen hoffe ich, das geht gut bei denen. So wie ich Jermaine kenne, hat er immer Partylaune, aber ich denke, dass die zwei das meistern, je nachdem, wie stark die Verführung sein wird. Ich glaube, dass sie das meistern... Je nachdem, wie stark die Verführung sein wird. Na, also ganz so zu vertrauen scheint er ihm ja doch nicht. Dann Adrian und Rebecca. Ich kenne tatsächlich Adrian. Woher? Auch nur so vom Bachelor, richtig? Genau, Bachelorette. Sie kannte ich zum Beispiel jetzt gar nicht. Sie wirkt ein bisschen langweilig. Ja, wie auch immer die das so schnell feststellen konnte, aber gut. Ich denke mal, wir werden sehr, sehr viel Spaß hier mit den Verführerinnen und mit uns haben. Also nur natürlich nur wir werden viel Spaß haben. Ja, wusstet ihr eigentlich schon, dass Adrian immer mal dazu neigt, die falschen Dinge zu sagen? Also bei dem bin ich echt gespannt, was der hier macht, weil dem traue ich wirklich alles zu. Ich weiß, dass wir Männer eine geile Zeit haben werden mit ganz vielen Partys. Klingt's nicht so frech. Der muss schon so lachen, der kann gar nicht mehr richtig reden. Weiter geht's mit... Die wird so keiner kennen hier. Hallöchen. Hi. Hallo. Ich weiß die Namen auch nicht mehr. Ich bin Sarah Jane. Voini, oder? Bist du von den Voinis? Hallo. Oh mein Gott, ich war früher voll Fan. Hallo. Hi, ich bin Jessie. Ich weiß. Ich hatte so ein Fan. Das ist auch mal eine Begrüßung. Hi, ich bin Jessie. Ja, ich weiß. Alles klar. Einfach eine Voini und ich war so, oh mein Gott, das war irgendwie so. Ich habe früher immer die Voinis geguckt und ich war so, wow, also irgendwie ist sie schon ein Star. Ich glaube, Jermaine denkt sich so, wer oder was sind die Wollnys? Ich bin richtig erstaunt, dass sie meine Familie und mich überhaupt kennen. Und ich freue mich richtig auf die Zeit. Ja, er ist bis jetzt aber auch voll untergegangen. Also wie heißt er überhaupt? Wie lange seid ihr schon ein Paar? Fast 4 Jahre. Fast 4 Jahre. Krass. Krass. Das ist schon echt lange. Ja, ihr kennt euch ja immer ja, dann sind auswendig. Die ja am längsten zusammen. Ja, das würde ich nicht sagen. Nein? Also ich kenne dich nicht beim Feiern. Wird schwierig, ja? Ihr wohnt spannend. Auch zusammen? Nee, noch nicht. Was? Das wäre der nächste Step. Temptation. Ja, ohne Temptation kann man das aber auch nicht machen, Freunde. Also das kann man ja wirklich nicht verlangen von den beiden. Ja. Und direkt Temptation Sound. Direkt ein Temptation Sound, what the fuck? Ich kann mir auch nicht vorstellen, was passiert, weil normalerweise steht Lola ja eigentlich vor uns. Ja, wo ist denn die überhaupt? Das ist aber auch voll laut. Ja. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Ihr wollt eure Treue testen. Das ist irgendwie, das lenkt mich voll ab, diese überdimensionale Blume hier bei Lola. Meine Überraschung erwartet euch auf der Terrasse. Und was ist das hier? Ist da so eine große Sirene oder was steht da? Ich find's krass.
Ich finde es krass, weil es jetzt noch mal ungewisser ist, als es vorher sowieso schon war, weil wir einfach nicht wissen, was abgeht. Warum gab es denn bei denen eigentlich keine normale Vorstellung? Weil man hat ja von ihm, ich habe mich gerade so gefragt, wie klingt der wohl, weil man hat ja noch nicht ein einziges Wort gehört und den Namen kennen wir, glaube ich, auch noch gar nicht. Ja, das ist jetzt die 5. Staffel Temptation VIP. Mhm. Es muss anders werden als die Jahre davor. Und ich bin froh, dass ich hier bin. Ja, was eine Überleitung. Also anders werden muss es auf jeden Fall, das stimmt. Ich hoffe auch, dass das so ist, weil sonst ist das wirklich immer dasselbe, was man sich anschaut. Aber bin ich gespannt. Okay, das ist jetzt die Überraschung, oder wie? Die Verführerinnen. Wow. Warte mal, das war das denn nicht sogar die Lisa Marie von Aitor? Wow, krass. Alle auf einmal, Frauen und Männer, das gab es bei Temptation noch nie. Boah, also das ist ja so eine Konzeptänderung, Freunde. Das ist wirklich unfassbar. Das ist ja gleich ein ganz anderes Format. Ja. Die kennt man, glaube ich, auch schon. Was soll das jetzt? Ja, nein, ich... Was soll AO? Ja, weil die gerade reinkommt. Bedient euch, Selbstbedienung, ja? Bitte, danke. Ja, ja, safe. Super. Ich dachte aber schon, das meinte, hat er gerade auf Chelsea bezogen. Die zwei sind gar nicht mal so hässlich. Die erste. Ja, das hätte auch Rebecca sein können. Oder ihre Schwester. Und so eine Blonde war da noch irgendwo. Für mich gibt es keine Konkurrenz. Ich habe jetzt die Frauen gesehen, die sind hübsch, aber... Du bist die mehr auch nicht, ne? 4 Jahre. 4 Jahre. Das ist mein erster Partner. Erster Partner. Ich hoffe, dass es mein letzter ist. Also wenn da was schief geht, wäre schon krass. Mein Name ist Tino Schnastri, ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Düsseldorf und ich war auch schon bei den Wollnis zu sehen. Ja, ist ganz klar, wer bei uns die Hosen anhat, ne? Das ist auch wieder so eine Meinungsverschiedenheit, ne? Ich hab die Hosen an. Hat sich gerade bestätigt. Ob sie meine Traumfrau ist, da bin ich gerade noch so ein bisschen das am Herausfinden, ne? Ja, okay. Dadurch, dass wir sehr unterschiedlich auch sind. Wir hoffen einfach durch Temptation Island VIP, dass wir uns richtig finden und dass das Feuer wieder brennt. Tja, und die Rede ist natürlich nicht vom Lagerfeuer, Freunde. Krass, also wenn man das so hört, finde ich, ist das gar nicht so sicher, ob da nicht doch irgendwas schief geht. Also das hätte ich gar nicht gedacht, dass das bei denen so... wackelig irgendwie ist. Wie heißt du? Rebecca. Ich würde dich mal gerne entführen. Ah, dann, ich leite deine Freundin mal so aus, ne? Ist das dein Job? Mein Job, Mann. Ich mach das jetzt einfach, weil du mir aufgefallen bist. Tja, da braucht der Adrian erstmal was zu trinken. Ich bin der Göktu, ich bin 27 Jahre alt. Wir haben auch ein Patentattoo, sehe ich gerade. Echt jetzt? Die 777. Wo hast du das? Ach, krass. Wir haben 2 Wochen miteinander. Ich hoffe, wir haben miteinander sehr viel Spaß und können uns sehr gut kennenlernen. Und dann schauen wir mal. Das klang irgendwie wie so ein Bewerbungsgespräch und eher so der Chef und sagt so, ja, jetzt machen wir hier mal 2 Wochen Praktikum und dann gucken wir mal. Also ihr seht schon, gibt auf jeden Fall ein paar Änderungen hier, das mit den Vorstellungen und so, dass die sich alle so gegenseitig kennenlernen, das gab es ja sonst nicht. Ich sag euch aber ehrlich, hätte man auch nicht unbedingt machen müssen, oder? Aber ich hoffe, da kommen dann doch noch ein paar andere Änderungen. Das wäre ja schön für euch, wenn ihr dann hier rausgeht und dann alles gut verläuft. Das ist wirklich schön und das ist so. Ich bin die Königin. Aha. Ich werde ihn so knacken und so. Aber gerade das will ich einfach so, das ist so Genugtuung, wenn die es halt einfach nicht schaffen. Ja, aber die macht sich schon sehr große Sorgen, das merkt man. Es gab einen Vorfall direkt am Anfang unserer Beziehung. Ich habe die Nähe anderer Frauen oder einer anderen Frau zugelassen. Ja, er ist der Mann, der mich betrogen hat. Was? Ach du Scheiße. Ach, ich dachte jetzt so, er hat da irgendwie geflirtet oder so, bis sie dann meinte, er hat sie betrogen. Das ist einfach, wenn er mich fragt, so typisch Adrian. Und er ist dann so, er sieht das auch ein, aber ich würde es ihm, auch wenn er da so gefasst und so reflektiert klingt, ne, dass er, da würde ich ihm trotzdem zutrauen, dass er das einfach wieder macht. Ich schäme mich immer noch davor, ich versuche es irgendwie zu verdrängen. Das, was passiert ist in der Vergangenheit, werde ich niemals vergessen. Das ist einfach drin. Während Acker eine Handvoll Vertrauen in seine Beziehung hat, kommt bei Adrian schon Redebedarf auf. Wir müssen ganz kurz da lang. Warum? Komm einfach. Achso, ich bin gleich wieder da. Oder auch nicht. Nee, ihr habt doch noch länger Zeit. Ja, also wenn er mich fragt, stellt die ihn als ihren Freund damit aber voll bloß. Wenn er sagt, komm mal mit und sie sagt, warum? Also warum wohl? Und dann auch so dieses, ich komm gleich wieder oder auch nicht. Also ja, also ich finde, geht gar nicht. Was sagt ihr?
Du hast mir viel zu viel gelacht, sag ich so. Ich bin eifersüchtig. Also man kann sich voll gut mit denen unterhalten. Ja, die sind voll, die sind wirklich. Ja, das freut Adrian bestimmt. Voll nett. Ja, natürlich kannst du gut mit denen quatschen, weil sie alle auf nett tun erstmal. So, das ist gefährlich, darf man sich nicht so gut drauf einlassen, ne? Das stimmt. Das ist ja genau der Punkt dabei. Also man könnte auch sagen, deren Job ist im Moment zumindest erstmal einfach nur nett zu sein. Dafür werden die tatsächlich bezahlt, Freunde. Übrigens, Freunde, das ist wirklich Lisa Marie von Altor. Tja, das war es auch schon mit Folge 1, Freunde. Ging irgendwie sehr schnell vorbei, also mehr ist nicht mehr passiert. Aber ich glaube, nächste Woche wird es schon vielleicht gefährlich. Also ich habe hier schon ein paar Bilder gesehen von Adrian und Rebecca. Seid da auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin und ciao.